Meine lieben Rollenspielfreunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Hinterm Horizont. Und wir haben beim letzten Mal unsere neue Spitzhacke bekommen und haben schon ein bisschen was gefarmt. Aber ich muss jetzt auch langsam hier aufpassen, denn ich bin hungrig und wir müssen nochmal eben hier so ein bisschen Wasser machen. Das machen wir mal eben, damit der Boden hier, ne, auch schön feucht ist. So. Und dann gehen wir gleich ins Bettchen. So. Einmal eben Eimer einsammeln wieder. Hier, zack, zack, zack. Huch. Dann legen wir uns gleich hin und dann machen wir weiter mit unserer Quest. Ihr erinnert euch ja noch. Wir müssen ja Steinmauern herstellen, ne? Da war ja was. So. Und hier nochmal ein bisschen Wasser hin. So. Hier ist alles gut. Das hatte ich, glaube ich, schon gemacht. Wie sieht das hier aus? Ja. Hier ein bisschen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier ein bisschen noch. Oh, ich mache die einmal noch leer. Zack, dann können wir die wieder einsammeln. So, Dünger habe ich auch noch. Ich muss mal eben schauen. Eigentlich will ich den jetzt noch nicht benutzen. Warte mal. Nee, oder? Ja, doch, vielleicht. Vielleicht hier ein bisschen. So. Sicher ist sicher, dann ist das hier soweit wieder ready, oder? Mal gucken. Hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. Ja, ja. Hier kommt. Huch. So. Ja, doch. Das können wir so lassen, das ist in Ordnung. So, dann gehen wir rein. Und schauen mal, gucken. Wir haben jetzt Kalkstein 28. Da bin ich mit zufrieden. Kupfererz, Doriterz, Eisenerz haben wir. Okay, wir bräuchten so langsam mal eine zweite Truhe, oder? Mal eben gucken. Obwohl, das machen wir später. Wir gehen erstmal ins Bett. Dann sind wir nämlich ausgeruht. So. Noch ein Stündchen länger. So. Ah, okay, wir können noch im Bett bleiben. Alles klar. Ja, noch ein bisschen mehr. Immer noch. Eieieiei. Ach so, es ist spät. Ja, ja, ich sehe schon. Okay. Jetzt. Ausgeschlafen. Guck mal, das ist doch toll. So, dann gehe ich mal eben kurz an die Werkbank ran. Mal eben schauen. Ausrüstung, nützliches. Werkbank. Solide Holztruhe. Kupfererz und 50 Nadelholz. Okay, besorgen wir. So, tauschen wir eben aus hier. Zack. Und Nadelholz war das hier, ne? Ne, das Laubholz. Dann das hier. Ja. Gut. Machen wir uns eben eine schöne neue Kiste fertig. Zack. So. Und dann stellen wir uns die, ich bin am überlegen, ob wir uns die draußen hinstellen, dass wir quasi alles, was mit, Materialien zu tun hat, draußen haben. Oder? Ich bin mir noch nicht sicher. Warte mal. Hier hin. Ne, komm, wir machen die drin. Machen wir hier hin. Oder? Ja, machen wir da hin. So, guck mal. Zack.
So, dann machen wir hier jetzt unsere Steine und Materialien rein. So. Das kann da auch rein. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz auch. So, und Dünger, zack. So, jetzt brauchen wir was zu futtern. Das holen wir uns auch eben. Huch. So. Ich muss erst an die Kiste. Was können wir denn mal machen? Hier, wir nehmen uns ein paar Birnen raus. Oder? Nee, warte. Hier. Die können wir essen, oder? Brotfrucht? Oder wie hieß das noch? Mal gucken. Ja, die können wir uns mal eben einverleiben. So. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Birnen mit rein. Oh, guck mal, da geht es auch wieder hoch. Ruhig ein bisschen mehr. Jawohl. So, nehmen wir die wieder raus. Und ich wollte noch hier unsere Hühner füttern. Müssen wir ja auch machen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Damit wir dann auch wieder ein paar schöne Eier bekommen. Dann machen wir uns nämlich schön Spiegelei war es, ne? Machen wir uns dann fertig. So, kommt mal her hier. Und es fängt an zu regnen. Huch! So. So. Waren das gerade dicke Eier? Gibt es da Unterschiede? Mal gucken. Hier ist auch noch. Okay, kann ich nicht füttern. Habe ich wohl schon. Ja, gut. Alles klar. So, schön, dass es regnet. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Brauche ich nicht gießen. So soll es sein. So, dann gehen wir direkt wieder rein, packen das Urkorn raus. Ja, guck mal, haben wir 10 Eier bekommen. Ist doch cool. So, warte. Gekochtes. Da. Spiegelei. Zack. Rin ins Inventar. Und guten Appetit. Den Rest hauen wir hier wieder rein. Und dann passt das. So, und dann würde ich sagen... Oh, warte mal, ich habe hier noch das Gedöns. So. Jawohl. Guck mal, hier können wir schon wieder ernten. Kartoffeln, Baby. Sehr schön. So mag ich das. Guckt euch das an, Freunde. Mal eben wieder 12 Kartoffeln. Ne, hier ist auch noch was fertig. Ja, 15 Stück. Guter Deal, oder? Guter Deal. Wir kommen langsam, aber sicher dahin, wo wir hinwollen. Das ist doch richtig toll. So. Packen wir die Kartoffeln hier rein. 250 waren es, ne? Ja, mit denen, die wir jetzt gerade bekommen haben, 87. Ich denke, das ist in Ordnung. So, Türchen zu. Spitzhacke ausgewählt. Und dann gehen wir mal gucken, dass wir Kalkstein uns besorgen.
Mal eben gucken. Wir stiefeln einfach mal ein bisschen los. Wir werden sicherlich irgendwo, zumindest hoffe ich das, wieder auf Steine und so weiter treffen. So, aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen umgucken. Wir können auch mal die Karte aufmachen. Wir sind jetzt hier. Ja, hier vielleicht. Schauen wir mal. So. Hallo, Bambi. Ja, guck mal, das sieht doch interessant aus hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Ach, das ist Granit, okay. Ja, Granitader kriege ich auch nicht kaputt. Okay, gut. Haben wir ausprobiert, klappt nicht. Das sah so komisch aus, deswegen habe ich das jetzt mal probiert. Hier ist der Teleport, ne? Ja. Den wollen wir aber nicht benutzen. Zumindest noch nicht. Ich will erst nochmal mich ein bisschen umschauen hier oben in der Region. So. Hier ist zum Beispiel gar nichts mehr. Das ist sehr, sehr schade. Na gut. Gehen wir nochmal hier rüber. Und hier sehe ich schon was. Die Frage ist, ob ich das abbauen kann. Nein. Wahrscheinlich das von eben, ne? Na gut, dann gehen wir nochmal in die Mine. Oder in die Höhle oder was auch immer. Oder bleiben wir erstmal draußen? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich glaube, in der Höhle war nichts mehr, ne? Ne, komm, wir gehen mal in eine andere Ecke. Ein bisschen gucken. So. Warum auch nicht? Lalalala. Nee, hier ist irgendwie so, Steine und erztechnisch ist hier nicht viel mehr. Gut, da müssen wir tatsächlich woanders mal gucken. So, gehen wir hier mal runter. Schön durch den Wald. Ja, jetzt sind wir hier bei unseren Hühnern. Flop, da habe ich auch schon wieder irgendwas bekommen. Okay. Gut, hier nochmal Karte gucken. Wie sieht das hier unten aus? Also, ich vermute, dass hier auch nichts mehr ist. Gehen wir hier rüber. Ganz entspannt. Richtung, ja. Richtung Waldheim hätte ich fast gesagt, aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich gehe mal hier lang. So. Hier ist was. Ah ja, das sieht mir nach Eisen aus, oder? Mal eben schauen. Ja, yeah, Eisenerz. Und Fluorid. Mhm. Interessant. Ja, Eisen brauchen wir sowieso.
Nehmen wir mit. Da sagen wir nicht nein, Freunde. Jetzt, wo wir es abbauen können, ist das eine gute Sache. So, hier ist auch noch was. Ich weiß nur nicht, ob ich da hinkomme. Mal eben gucken. Ah ja, doch, hier vorne vielleicht. Mal drum. Oha! Mal drum rumlaufen. Vorsicht, Bambi. Ich will dir nicht wehtun. So. Kalkstein. Perfekt. Hier die dicken Brocken. So. Cool. So habe ich mir das vorgestellt, Freunde. Genau so. Ja, vielleicht schaffen wir das ja heute in der Folge, die Steinmauern dazu bauen und die dann abzuliefern bei der netten Dame. Oder wer auch immer uns die Quest gegeben hat. Ich weiß das gar nicht. Habe ich eben nicht drauf geachtet. In der Beschreibung. Guck mal, da haben wir schon mal wieder 23. Alles voll hier mit Erzen, ne? Mega. Mal gucken. Mona war es, genau. 40 flache Steinmauern und ein Gatter. Wollte die liebe Mona haben. Guck mal, aber ich kann hier... Ich kann da nicht rein, ne? Ich bleib hier stehen, obwohl der Weg frei ist. Hm. Ich glaube, ich darf da noch nicht hin. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten. So. Das ist schon wieder so spät, ne? Die Zeit, die rennt ja auch. Was haben wir hier? Habe ich da jetzt bekommen? Okay. Interessant. La la la. Wie sieht's hier unten aus? Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Das Marmor. Okay, Marmor können wir noch nicht. Ist aber auch nicht schlimm, weil Marmor brauchen wir ja sowieso gerade nicht. Also machen wir uns da schon mal keine Sorgen drum. So, hier ist auch schon wieder jede Menge Felsgedöns. Vielleicht haben wir Glück. Und kommen da irgendwie rüber. Oh, wir werden müde. Das ist doof. So. Nein, ich komme da nicht rüber. Ah, Kacke. Durit. So, mal eben auf der Karte schauen. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt ganz unten. Hier könnte vielleicht noch was sein. Okay, gehen wir nochmal gucken. Bevor wir gleich ins Bettchen gehen. Okay, hier ist auch nichts mehr. Aber das Land ist hier sehr, sehr fruchtbar, ne? Guck mal hier, Wasser, alles schön grün. Schöne Location hier. So, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Wo wir gerade hier sind, lieber noch einmal ein bisschen gucken. Hier ist Wald. Ah ja. Bäume, Bäume, Bäume. Pilze, Pilze, Pilze. Aber keine...
Keine Erze, schade. Na gut. Hier war die Dingens, ne? Da können wir nochmal reingehen sonst, aber erstmal eben ins Bettchen. Wollte ich gar nicht hin. Ich habe gedacht, ich wäre schon zu Hause. Huch. Aber das war doch hier. Hier konnte man doch. Oder? Ja, da geht's. Truhe. Ach so. Okay. Ich habe das gerade verwechselt mit der anderen. Mit der anderen Hütte. Aber gut. Jetzt aber schnell in die Falle. Schlafen. So, sehr schön. Dann gehen wir mal eben an die Werkbank und gucken mal, wie das jetzt war mit den, Dingens. Ja, flache Steinmauer. Da brauchen wir... Wie viel sind das? Oh, ich habe schlechte Augen. Sind das 60 oder 50? Bin mir nicht sicher. Mal eben schauen. Ich hole die mal eben raus. So. Ne? Ja. Okay. Reicht nicht. Schade. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Dann müssen wir noch ein bisschen farmen. Ja, ihr müsst wissen, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Ich kann das so, rote Zahlen kann ich ganz schlecht sehen. Also nicht wundern. So, Steinkreis am See, Waldheim, Zauberrügel, Nördlichter Farm. Nehmen wir den Zauberrügel. So. Und dann gehen wir hier nochmal rein. So. Das ist alles Sandstein, ne? Den brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen den Kalkstein, den weißen. Ah, ich glaube, hier ist auch nichts. Oder doch. Guck mal. Yeah. Jo, das war richtig. Sehr schön. Da können wir uns hier austoben. Zack. Immer her damit. Perfekt. So. Wie viel haben wir? 63. Okay. Plopp, plopp, plopp. Machen wir uns schön die Taschen voll, ne? Komm her, du. Angriffskraft wurde erhöht. Ach was. Das ist ja cool. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht gleich verrecken. So. Hier, komm her. Blödes Vieh.
dicke, fette Fledermaus, ne? Guck mal. Heilt die sich, oder was? Oder verblutet die gerade? Komm her, du! Ja, jetzt hab ich sie. Kommt gleich die nächste, ey. Aber mir wurde gesagt, wenn man die einmal gekillt hat, kommen die nicht wieder, ne? Okay, den kann ich nicht kaputt machen. Aber hier vorne. Hier vorne ist noch was. War das jetzt Eisen oder was war das? Keine Ahnung. 69. Nee, war richtig. Kalkstein. Perfekt, perfekt, perfekt. Ach so, das waren die... Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Die Kristalle konnte man anmachen. Wegen Licht. Ja. So, dann gehen wir hier nochmal gucken. Und hier geht's noch weiter. Ist das Eisen? Ich glaube, das ist Eisen, ne? So, warte mal. Mal eben gucken. 28. Ja, Eisen. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich auch mit. Das können wir hier nicht rumliegen lassen. So, wunderbar. Was ist das? Ist auch wieder irgendein Erz hier, ne? Das ist irgendwie alles drin. Aber ist okay. Ist okay. Da sag ich auch nicht nein. So, hier ist auch wieder ein Schalter, sehe ich gerade. Ja, und hier ist dann jetzt auch Ende, ne? Okay. Gut, dann nichts wie weg. Oder war hier noch was? Warte mal. Lieber noch einmal gucken, aber ich glaube, wir haben hier soweit, ja. Hier ist nichts. Da auch nicht. Ja, können wir gehen. Das war doch schon mal ein voller Erfolg. Guck mal, wir haben 72 Kalkstein, 46 Eisen. Das ist sehr, sehr gut. Da bin ich mit zufrieden. So, ich gehe jetzt aber absichtlich nochmal zurück. Ich könnte ja jetzt auch mein Teleportstein benutzen, aber das will ich nicht. Nicht, dass ich was vergessen habe. Oder übersehen habe, ne? Kann ja auch mal sein. Hier ist nämlich auch noch jede Menge. Schalter, Okay. Was sagt denn die Karte? Da waren wir gerade. Okay. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder? Nee, ich glaube... Also, wir waren da schon, aber... Ja, warte mal. Ich gehe... Hier ist der Weg. Ich müsste quasi hier lang. Hier lang, dann hier lang und dann nach oben. Und dann komme ich da in dieses andere Areal. So. Jetzt links.
Ja, hier ist der Durchgang. Ne, jetzt bin ich draußen. Hä? Okay. Komisch. ja. Aber es macht nichts, wir sind sowieso gerade ziemlich im Eimer. Und die ersten Mauern können wir schon herstellen. Ich gehe jetzt hier nochmal hin. Ein bisschen gucken. Hier über die Brücke vielleicht auch nochmal. So, was sagt die Karte? Wir sind... Ah ja, jetzt sind wir hier wieder. Und hier ist auch schon was. Guck mal. Das ist doch schön. Dann gehen wir da nochmal flott nach unten. So, ich sehe zwar nichts, aber irgendwie kommen wir da schon an. So, jetzt. Alles klar. Guck mal, was haben wir denn hier? Und wir sind erschöpft. Das ist doof, aber wir merken uns diesen Ort hier. Wir kommen nochmal wieder. So, das heißt mal eben hier einmal zack. Ab nach Hause. Ran an die Kiste. So. Achso, Kiste. Ja. Ich wollte ja auch hier ran. Genau, so. Zack, 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 zack. Jawohl, die behalte ich noch. Denn die brauchen wir bald. So, dann einmal hier ran. Die Eier nehmen wir raus. Dann gehen wir hier wieder ran. Zack. Einmal Spiegelei für Onkel Maddy. So, und dann gehen wir schon mal ins Haierbettchen. So. Bisschen länger noch schlafen. Jawohl. Wir sind ausgeschlafen. Das ist super. Dann einmal hier wieder. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Und dann gucken wir... Oh, Regen. Schön. Kartoffeln, Freunde. Ist das cool. Klasse. So, da hat es aufgehört zu regnen. Das ging aber schnell. War wohl nur ein kleiner Schauer. Das ist ja eine richtig dicke Ernte, die wir hier jetzt kriegen. Dadurch, dass wir hier so viel angepflanzt haben, ne? Lohnt sich voll. So. Zack. Jawohl. Flop. Hier auch nochmal. Zack. Jawohl, 87 Kartoffeln. So, und einmal Samen haben wir bekommen. Okay. Wir müssen so oder so wieder welche kaufen. So, den können wir schon mal hinsetzen. Dann packen wir die restlichen wieder erstmal hier in unsere Rumpeltruhe. In unsere Essenstruhe. Guck mal, wir haben 87 drin. Und jetzt kommen nochmal 87 dazu. Also wir haben schon... 174 Stück. Also das ist schon cool. Da freue ich mich gerade. So, und was essen wollte ich auch noch. Mal hier so ein bisschen was einverleiben. Energie und so, ne? Ihr wisst ja, wie das immer ist. Ich lasse die jetzt auch in meiner Tasche.
So, dann machen wir das jetzt so. Wir verbinden das eine mit dem anderen. Wir werden gleich mit dem Teleporter einmal Richtung Waldheim teleportieren und dann werden wir uns da eindecken mit neuen Samen. Glaube ich ganz gut. Neue Eier haben wir auch, das ist auch toll. Ne? Brauchen wir also nicht hungern. Das ist sehr, sehr schön. So, hier, Teleporter. Zap-zarap. Einmal Waldheim. Und dann mal eben schauen. Hier sind jetzt hier. War Mona hier unten? So kartentechnisch kann ich mir das noch nicht so gut merken. Aber ich habe sowieso eine Orientierung wie ein Toastbrot. Also von daher, ne? Wer hier länger ist auf unserem Kanal, der weiß das auch. Orientierung ist nicht meine Stärke. Zumindest in Videospielen. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Und das ist hier Alchemist Tiberius. Ja, zu dem wollen wir nicht. Wir wollen zu Mona. Denn Mona macht uns einen guten Preis für. Guten Tag, Jonas. Einen guten Preis für die Dingens. Kartoffelsamen, ne? Saatkartoffel 55. Ja. Oder waren das Dings und Magda? Ah, ich weiß es nicht mehr. Warte mal. Nicht, dass ich jetzt wieder teuer kaufe. Wo waren die denn noch? Alfred und Magda, die waren da unten. Da war ja was, ne? Wenn man nicht aufpasst, wird man hier so ein bisschen auch über den Tisch gezogen. Verschiedene Preise, ne? Ich gehe jetzt auf Nummer sicher, weil ihr wisst ja, meine hart verdienten Münzen. Die brauche ich noch. Lieber einmal mehr gucken, bevor wir gleich wieder hoffnungslos pleite sind. Das wäre ja nicht so toll. Hallo Niki, hallo Colin. Jawohl. Auch alle da. Türchen auf. Nein! Ah, jetzt hau die ab, oder was? Och nö. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Was soll denn das? Laura. Och Menno. Ja, dann gehe ich zur Konkurrenz. Wenn du jetzt Feierabend machst, hast du selber Schuld. Oder hat Marco vielleicht auch Samen? Schwierig, ne? Na, vielleicht hat er ja noch auf. Können wir mal eben reinschauen. Da müsste er ja jetzt hier auch irgendwo sein, ne? Ja. Guck mal, Marco hat wenigstens noch auf. Oh, ein dicker, fetter Korb. Ne, der hat keine Samen. Der hat anderes Zeug. Cooles Zeug. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Soweit sind wir ja noch nicht. Gut. Also, was sagt uns das? Wir gehen zu Mona. So. Gut, dann gib mal her deine Kartoffelsamen. Wie viel nehmen wir denn? Wir kriegen pro Pflanze dann, glaube ich, immer 3 Kartoffeln, ne? So, wir haben jetzt 174, hatte ich gesagt. 50. Bräuchten wir noch 60. Ja, okay. Gut, dann machen wir das mal.
So, da haben wir 10, da würden wir 30 rauskriegen. Ja, dann machen wir nochmal 20 obendrauf, dann müsste das reichen. Richtig? Nee, reicht nicht, wir wollen mehr. So. Ja, das könnte passen. Gut. Alle klar. So, dann haben wir uns ja die eine Stelle hier markiert. Da würde ich jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen weiterfarmen. Die muss ja hier jetzt, warte, mal rauszoomen. Wo bin ich denn lang gegangen? Hier. Das heißt, ja, wir gehen hier hoch Richtung Walters Schmiede. Und dann gehen wir da noch mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Ich kann sonst auch noch mal hier eben noch eine schöne, so ein schönes Spiegelei mir einverleiben. So, guck mal, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Dampf auf der Bluse. Und dann holen wir jetzt noch schnell. Hallo? Ine. Hallo, ich bin Madi. Wer bist du denn? Ich heiße Ine und ich bin die Malerin von Waldheim. Ich male für mein Leben gern und am Wochenende verkaufe ich meine Bilder in meinem kleinen Laden. Komm doch mal vorbei. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Mhm. Okay. Ja, dann malen wir mal ein schönes Bild. So. Okay. Bin ich jetzt auf der richtigen Seite? Ja, ich bin... Bin ich zu weit gelaufen? Hallo? Ja, ich bin zu weit gelaufen. Ich muss wieder zurück. Kacke. Schade, schade, schade. Habe ich nicht aufgepasst. Das war jetzt doof. Müssen wir gleich hier hoch. Bei der Brücke. Lalala. Ach, wir haben ja eben auch was bekommen, ne? Was hat sie uns da gegeben? Pellkartoffeln mit Quark. Yummy. So. Jetzt sind wir aber auf der richtigen Seite. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. So, guck mal. Hier müssten wir gleich... Boah, hier sind so viele Äpfels, ne? Die kann ich da nicht stehen lassen. Das geht nicht. Gratis Essen und so. Die müssen wir mitnehmen. Da vorne war eben auch schon ein Baum. Guck mal hier. Der hat noch keine, aber hier, der hier hat welche, ne? Ja. Sehr schön. So, Spitzhacke raus. Müssten nämlich gleich da sein. Ja, hier wird es schon wieder... Ja, hier wird es schon wieder steinig. So. Weiter geht's. Klasse. Batz, batz, batz. So. Immer her damit. Ah, das ist wieder Granit, okay. Jetzt ist die Frage, ist hier oben in dem Gebiet auch noch irgendwo was? Sehen kann ich da nichts. Bin mir da jetzt nicht so sicher.
gehe aber trotzdem mal eben so ein bisschen reinluschern. Ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob hier jetzt auch Dingens waren. Und hier ist wieder eine schöne Frucht, die hier am Bäumlein hängt. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Birnen, glaube ich, ne? Oder? Ja. Die guten Birnen. Hier ist auch noch was. Nehmen wir auch mit. Freut sich unser Kühlschrank. Okay. Ja, Schneegebiet. Jetzt wird's kalt. Aber ich wage mich trotzdem ein wenig hinein. Bin ja neugierig, ne? So, hier ist wieder Wasser. Okay. Hier ist Holz. Holz, okay. Wasser. Wasser, Schnee und Holz. Ja gut, dann müssen wir glaube ich gleich mal umdrehen, oder? Wird auch schon wieder dunkel. Oder? Oh, guck mal hier. Jetzt, wo ich umdrehen will, liegt hier wieder was rum. Das ist ja unfassbar. Mal gucken, was ist denn das hier? Ist das Eisenerz? Sieht aus wie Eisenerz. Ja, das kann ich da nicht... Huch. Das kann ich da nicht liegen lassen. Aber ich komme da nicht rum. Wieso komme ich da nicht rum? Da ist doch so viel Platz. Bin zu dick anscheinend. Da oben kann ich auch nicht. Okay. Gehen wir hier von der anderen Seite ran, ne? Da kennen wir nichts, Freunde. So, hier liegen auch so viele kleine Sachen rum. Ich weiß gar nicht. Oder war ich hier schon mal? Da komme ich auch nicht weiter. Ach, hier sind... Ach so, hier sind Steine. Deswegen geht das nicht. Gut. Dann halt so. Eieieiei. Was ist das? Kann mir das jemand sagen, was das ist? Kupfer. Ach so. Aha. Hier, guck mal. Was haben wir denn hier? Inaktiv. Verdammte Axt. Aber gut, dann haben wir das schon mal ein bisschen aufgedeckt. Dann sehen wir das auch auf der Karte, ne? Und wir werden müde. Okay. Okay, das ist Granit. Granitader. Das auch? Ja. Alles Granit hier, oder? Nee, das nicht. Granit. Das im Dunkeln ist schwierig zu erkennen. Gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn wir mal gucken, hier ist jetzt wieder eine Höhle. Den Teleporter, den können wir auch garantiert bald freischalten. So, hier, guck mal. Hier können wir uns austoben. Ich werde noch ein bisschen was mitnehmen.
Zack. So, wir sind erschöpft. Alles klar. Einmal Karte. Holy shit. Ort markieren. Zack, damit wir den auch wiederfinden. Dann nehmen wir hier den Ruhestein. Gehen direkt hier an die Werkbank. Da. Wir brauchen 60 Kalkstein für 10 Dingens, ne? Ja, oh, das ist ein, ja. Ja. Da haben wir. Da haben wir noch zu tun. 40 wollte die, glaube ich, ne? Die Tante. Mal hingucken. Was sagt die Quest? Ja, 40 flache Steinmauern. Eieieiei. Ja, da müssen wir uns beeilen. So, die nehmen wir schon mal raus. Die sind fertig. Packen wir dann hier auch mit in die Kiste rein. Zack. Aber immerhin, wir waren erfolgreich. Wir haben das, was wir wollten, haben wir gefunden. Und wir haben wieder eine neue Location, die wir abbauen können, ne? So, guck mal. Könnte noch im Bett bleiben. Ja, komm her. Machen wir noch eine Stunde. So. Meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir wieder hier ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit flachen Steinmauern. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.